Positiv angespannt würde ich jetzt bezeichnen. Positiv angespannt starten wir jetzt in dieses dritte Gruppenspiel bei der U19-Europameister, den amtierenden Europameister. Ui. Amy Little. Ich glaube, dass sich Mariella da verletzt hat. In der 11. Minute. Erste Chance und jetzt könnte die zweite folgen. Eisleitner. Noch immer gefährlich. Rukavina. Starkes. Was für eine Aktion. Ein Traumtor und Österreich geht in Führung. Das ist eine ideale Ausgangslage. Super funktioniert jetzt das Pressing. Also das war jetzt das Pressing aus dem 4-3-3. Man hat jetzt versucht, anders aus dem gesicherten, als beim gesicherten Ballbesitz das Spiel nach innen zu lenken. Gewinnen wir hier den Ball. Super Abschluss von Maggie Rukavina. Ideale Ausgangslage für unsere Mannschaft. Hier sieht man es. Kommen dann nicht raus. Ball der Fehler gewinnen. Von Elin. Und dann zieht Magdalena Rukavina hier ab. Ein wirklich sehenswertes Tor. Da patzt natürlich auch die Torfrau, aber das nehmen wir dankend an. 1 und da ist Österreich leider mit der 6:0 Abklatsche gegen Deutschland nicht wirklich gut unterwegs. Eine wahnsinnige starke Partie von Magdalena Rukavina, die ja für den stark aufgepasst von Leni Fuchs, aber der Ball bleibt nur vorerst gefährlich. Aktuell sind wir weit weg von einem Unentschieden, also alles auf Sieg. Isabel Eisleitner. An die Stange, schade. Aber auch das wieder ein Ergebnis von einem super Pressing, von guten Antizipieren. Du sagst es, also wieder sehr, sehr gut. Jacobs auf Postels und Postels mit dem Abschluss. Die Nationalhymne singt, dann weiß man auch, was für eine Spielerin, was für Leidenschaft. Achtung! Demestre, genau deshalb bei Spielerinnen wie sie eher auf Belgiens rechter Seite. Österreich jetzt das besser gelingt, dass sie mal flach öffnen, mal den langen Ball spielen, das funktioniert besser. Sind bereits in der Nachspielzeit. Spiel ist abgepfiffen, es wird nicht nachgespielt, es hat auch wenig Unterbrechungen gegeben, keine Wechsel, keine Verletzungspausen für den Anpfiff der zweiten 45 Minuten. Eckball Alix Postels. Nein, das ist das Tor für Belgien. Lore Jacobs stellt hier auf 1:1 unentschieden. Ja, das tut weh natürlich. 2 Minuten gleich nach der Pause. Das tut weh, aber es ändert noch immer nichts an der Aufstiegssituation. Denn in beiden Spielen steht es 1:1 unentschieden. Somit führt in der Gruppe noch immer Deutschland, jetzt direkt dahinter die Niederlande. Sie hat den Ball da in den freien Raum mitnimmt mit ihrer Schnelligkeit. Aber diese Roduna! Also, das muss ja... Das muss eigentlich den Elfmeter geben. Also, das hätte mich jetzt sehr gewundert. Also. Mir ist da jetzt auch kurz der Atem weggeblieben, aber Schiedsrichterin Jelena Vetkovic zeigt auf Linda Natter. Souverän. Souverän, elegant, mit ganz viel Gefühl. Jetzt trifft auch sie. Linda Natter schreibt an bei dieser Endrunde in Belgien und bringt Österreich erneut in Führung. 2:1. Für die Österreicherinnen, da strahlt der Teamchef wieder direkt
nach dem Ausgleichstreffer. Jetzt also wieder die Führung für Österreich nach diesem Foul an Amelie Roduna. Ja, ausschlaggebend eben das hohe Pressing. Also Roduna schon des Öfteren gesagt. Wieder Mädel hier an der zweiten Stange und es ist wieder Linda Natter. Starker Abschluss der Vorarlbergerin. Jacobs. Mit dem langen Ball auf Amporta. Amporta. Das ist der Ausgleich für Belgien. Muss man leider sagen, ein wirklich schöner Weitschuss von Valeska Amporta. Sie trifft also nicht nur im Arnold Clark Cup, sondern auch bei der U19-EM in Belgien und somit wieder unentschieden. Also das ist ein ordentlicher Schlagabtausch, den sich Österreich und Belgien hier liefert. Nach einer so souveränen ersten Halbzeit, Stefan? Ja, da macht man es. Isabella Sleitner, die Frau für Eckbälle. Kommt gut, aber noch besser war die Abwehr der belgischen Torfrau gewesen. Und noch einmal die Hereingabe und wieder ist es Hall. Torfrau entscheidet auf Vollspiel. Schiedsrichterin, gegen die Torfrau natürlich. Ja, aber wichtig finde ich von Roduna gleich wieder drauf. Sind wir wieder dran? Jawohl! Valentina Mädel stellt auf 3:2. Da jubeln die Österreicherinnen und das vollkommen zurecht. Valentina Mädel sorgt hier erneut für einen Treffer. Das ist ihr zweites Tor in dieser EM-Endrunde. Kurzer Zwischenstand wieder vom Parallelspiel. Es steht noch immer 1:1. Also man muss wieder sagen, hervorragend funktioniert, hervorragend zurechtgelegt. Aus dem 4-3-3 versucht man den Gegner nach innen zu lenken. Fachjargon sagt man, press in. Das gelingt doch, die Gegnerin macht den Haken nach innen, hat dann keine Anspielmöglichkeit. Ist schon wieder der Ausgleich von der Nummer 8, von der Kapitänin selbst, Marie de Trouillet. Sorgt für den Ausgleich aus Sicht der Belgierinnen. 3:3 steht es. Ja, Fahrt wird uns nicht da in diesem Spiel sehr, sehr unterhaltsam. Aber das habe ich vorher schon angesprochen, beide Mannschaften sehr, sehr, sehr direkt, viele Bälle da in die Box. Ja, die kann sie unbedrängt flanken, der Kopfball ist... Kann es passieren, dass die Österreicherinnen ausscheiden, wenn die Niederlande hier gewinnt? Und jetzt im Nachschuss, Helsen. Am Porta und wieder Helsen. Leni Fuchs klärt noch auf der Linie. Da ist es durchatmen. Jacobs. Jacobs. Die wird hier komplett vergessen. Anordnung. Zu bei, dass man jetzt das als Sicherheit bekommt. Auch unverständlich, dass Mariella El-Sharif mit dem Abschluss das Spiel so schnell macht, aber jetzt wieder stark. Ja, sie will dann einen Konter spielen. Graf, die Anne Spielke da bringen kann. Mädel. Im Solo. Ja, gute Aktion, verzieht ein bisschen. Ball geht dann am Tor vorbei. Dankt sich gegen drei Spielerinnen. Eine sehr, sehr starke Spielerin.
Boah, gefährlich hier im Strafraum der Österreicherinnen. Ich denke, der war bereits. Ja, das war auf der Linie geklärt. Wird interessant in der Zeitlupe. Nicht so viel irgendwie so, seit dem Zeitpunkt, wo die Holländerinnen in Führung gehen, ist irgendwie bei Österreich ein bisschen die Luft draußen. Postels und das ist die neu eingewechselte Budjebi per Kopf. Ja, drei Spielerinnen völlig frei, also puh. Wenn man schaut. Also da um hier wieder Mut zu tanken. Jetzt in der Schlussphase mit am Feld Isabel Schneiderbauer. Stellt auch bei den Eckballvarianten, kommen jetzt sehr viel auf die erste Stange. Wieder gut und wieder gefährlich. Und jetzt noch einmal viel Platz für die Österreicherinnen. Eisleitner. Zwei sind mitgekommen. Roduna. Aber Eisleitner versucht selbst